Seid gegrüßt, liebe Freunde, zu Dead Rising 3. Ja, wir haben in der letzten Folge natürlich die Annie gerettet. Auch den Gary, den ich ja überhaupt gut leihen kann. Und, müssen jetzt Treibstoff besorgen, denn die Lage spitzt sich ganz schön zu. Die Zombies sind alle Opfer eines Parasiten. Das haben wir ja gesehen. Oh, Katharina. Eine Katharina ist in Gefahr. Dann helfen wir ihr eben. Ich bin schon mal ein bisschen vorgefahren bis dorthin. Um, natürlich nicht allzu weit in der Folge zu verbraten. Katharina, sorry. Nicht so viel Zeit zu verbraten für die Fahrt dorthin. Ne, für die Folge, das wäre ja sonst doof. Aber wir haben ja schon zwei Nebenmissionen wieder dazu bekommen. Ihr seht es ja, aber ich will die Hauptmission jetzt weitermachen. Wenn das eine Psycho-Mission wäre, also ihr wisst ja, wie das mit der Dicken, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Oh, Erfolg? Weil ich Leute gerettet habe. Cool. So, dann können wir ja weiter. Katharina ist befreit. Die ist weg. Ich meine, ich könnte jetzt die zwei Nebenmissionen machen, dann würde ich wahrscheinlich neue Leute bekommen, aber nee, wir haben ja genug. Ah, hier ist der Lager. Alles klar. Gut. Dann mal raus hier. Wechsle ich mal eben die Waffe. Verlaubenschwert. Mal gucken, was wir jetzt im Lager finden. Hoffe ich genug Treibstoff. Finde das Benzin. Ja, gut. Mach ich gleich. Ach, guck mal, hier haben wir einen Schlüssel dafür wahrscheinlich. Ha, was ist das denn? Ein Schwertfisch. Ne, wie süß. So, Schlüssel her. Hier, da haben wir schon mal was. Nur das Benzin finden. Das heißt, jede Luke hier aufmachen. Aber mache ich aber die Luke hier auf, denn da ist ein Bauplan. Meine Herren. Was für ein Bauplan ist das denn? Super Armbrust. Aha. Ja, looky, looky. Wir können ja mal gucken. Was für Handschuhe? Nice. Gut. So, Armbrust. Mit was kann man das jetzt zusammenbasteln? Motor? Ja, dachte ich mir schon. Und? Krank. Ja, behalte ich. Natürlich. Wo ist denn jetzt mein Flammenschwert? Da bin ich jetzt ungern. Nee, Flammenschwert. Immer noch das Flammenschwert. Nein. Alter, du nimmst hier gleich hier alles mit. Dankeschön. So. Flammenschwert. Schön. Hier haben wir jetzt nichts zum Öffnen. Okay. Welche Luke geht jetzt noch auf? Hier. Alter! Ich hör hier nicht ganz Klamotten auf. Hör mal, lass doch mal die Möbel stehen. Huch! Das tat weh. Das merke ich schon. Hier nicht? Aha. Muss ich bestimmt gleich mitnehmen, wie ich das kenne. Ach, guck mal, hier geht's weiter. Ach, guck mal. Ja gut, aber ich soll erstmal hier suchen. Dann mache ich das. Luke auf. Ja, fett. Kann man was damit anstellen? Nein, einsteigen. Ich habe wieder Y gedrückt. Kann man damit was verbinden? Probier's. Kann man hier kombinieren? Oh yeah. Das ist doch schon mal was. Lass mal so. Nee, hier kriege ich nichts mehr auf. Das heißt, ich muss doch nach innen laufen. Aha. Ja gut. Dann geh mal rein. Oh. Wie war das? Nahkampfwaffen bringen bei dem Typen nichts. Ah, ich habe doch die Superarmbrust. Auf dem Kopf. Ja, würde mich ja auch aufregen. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So. Bringen bei ihm Schusswaffen nichts? Doch.
ein bisschen mehr schießen. Alles klar, Alpha. So, jetzt nehmen wir mal wieder Flammenschwert. Zwei Wege. 1002. Ja, wir gehen einfach jetzt den da. Und Dach. Und Schlitz. Ja, du kriegst auch was. So. Okay, hier kann ich nicht durch. Hier liegt ein Bauplan. Und ein Flammentyp. Was ist denn das hier schon wieder? Laserschwert? Nee. I love it. Ich habe... Ja, gib jetzt die Taschenlampe her. Alter. Sollte ich ins Feuer laufen? Alter, nimm die Edelsteine. Combo. Combo. Jawoll, ja. Yes. Möge die Macht mit mir sein. Ich find's geil. So, was habe ich da weggeschmissen? Was wollte ich jetzt wieder mitnehmen? Splitterschuss, genau. Nee. Ich nehme jetzt mein Laserschwert. Du meine Fresse. Oh, yo. Geil. Oh. Hör mal. Schick. Schick. Ein Laserschwert, das auch irgendwie Sinn macht, ne? Also mit dem Krümmen des Lichts und so, wie man mit der Taschenlampe. Ist schon geil, ey. Alter Verwalter. Ist doch geil. Hä? Oh. Kleiner Schnuckiputz. Okay. So, dann halt so. Aber ich laufe hier total falsch, kann das sein? Mega falsch? Aber ey, ich habe einen Laserschwert, den hätte ich nicht gefunden. Den hätte ich nicht so gefunden, wäre ich jetzt nicht hier neugierig weitergelaufen. Im Ernst jetzt. Geilomat. Ja, der Laserschwert, der ist natürlich jetzt... Ne, ich liebe ja Star Wars und das ist einfach nur geil. So. Ne, jetzt im Ernst, wie soll ich jetzt hier Benzin finden? Oder wie ist das jetzt? Da muss ich doch noch was öffnen, oder nicht? Noch nicht alle Garagentoren gewesen, da wusste ich es doch. Hier. Ha, da ist es. Aber gut, dass ich jetzt weitergesucht habe. Scheiße, das ist so eine Mutation! Das gefällt mir nicht! Das Ding ist Hemlocks Priorität! Shit! Was ist mit dem Jungen? Was macht ihr mit den anderen? Scheiße! Nein! Weg von mir! Ja. Weg! Nein! Geht weg! Langsam! Nein! Nein. Alter! Steig in den Tankwagen! Auf jeden Fall! Ich hau ab! So! Natürlich! Tankwagen muss sicher bleiben! Ich werd bekloppt! Ist klar! Ist klar! So. Weg mit euch. Ja, haut. Alter! Oh nein. Wie geil! Scheiße! So! Weg da! Ihr aber jetzt geflogen! So, haut ab! Haut ab, Zombies! Haut ab! Verdammt! Ach nee! Moment, wo müssen wir denn lang? Okay, ich muss irgendwann irgendwie raus.
Oder? Komm ich so einfach raus hier? Na, warum bist du jetzt? Hast die Karte gewechselt? Oha. Muss ich aber jetzt ein bisschen weiter geradeaus fahren. Okay, ich muss vorsichtig bleiben. Na toll. Ja, geht mal weg da, Freunde. Scheiße! Ich hoffe, ich fahre jetzt hier richtig. Na sicher bin ich mir jetzt selbst nicht. Ah doch, hier geht's runter. Was zermatsche ich hier denn hier alles? Ah. Na komm, haut mal ab hier, Freunde. Kannst du jetzt noch schaffen? Ich muss jetzt nur gucken, dass ich jetzt alles... ist eine Sperre? Sperre. Ey, verarschst du mich jetzt? So, ich muss hier rein. Alles klar. Achte ich mir auf die Karte. So, jetzt bin ich hier drinnen. Boah, es sind ja überall diese Bienenviecher. Ja, überall diese Mutanten. Boah, der Tankwagen. Nicht gut. Nicht gut. Verdammt runter! Ja, auf jeden Fall runter. So, dann hier lang. So. Alles klar. Ah, das schaffe ich, ne? Und dann. Genau, nach rechts. Oh, du Scheiße. Na, ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich auf die Energie geachtet habe. Verdammte Hacke. Verdammt. Komm jetzt. Komm, steig ein. Verdammt. Nicht kurz vorm Ziel. Zieht Leine. So. Ja, ich fahr dann nach. Ne? Ich fahr jetzt gleich hier rein. Weg da. Boah, geschafft. So, tschüss. Ab da rein. Ich hab den Treibstoff. Mach auf, Ronda. Komm, mach die Tür auf. Ronda, ich hab das Benzin. Ich wusste nicht, ob du zurückkommst. Und jetzt ist Diego weg. Was? Ich wollte ihn aufhalten. Nein, er hat den Schlüssel. Ich hab schon viel Scheiße erlebt, aber das hier... Ich hab über die Fehler nachgedacht, die ich im Leben gemacht habe. Und das waren viele. Nimm meinen Ex. Das habe ich echt versaut. Da draußen passieren krasse Dinge. Aber ich finde Diego und wir reparieren das Flugzeug. Wir müssen hier weg. Du und ich. Denk dran. Wir sind beide ich Kämpfer. Ich weiß. Fliehen oder sterben. Wir retten deinen Riesenarsch. Das hat er gesagt. Psst. Zuhören. Ja, uns liegen neue Berichte vor, dass General Hemlock an der ursprünglichen 6-Tages-Frist festhalten will. Nach Ablauf soll die Stadt Los Perdidos zerstört werden. Diese Reaktion folgt auf Berichte, dass Präsidentin Paddock ein Zombie geworden ist. Später mehr. Das ist Quatsch! Ja, oh, ein Bauplan mit dem Drachen oben drauf. Das ist ja cool. Muss ich mal ausprobieren. Gabelwerker. Mhm. Klingt gut. Ich würde sagen, fahren wir fort und schauen uns noch das Ende dieser Cutscene an. Denn uns verbleiben nicht mehr viele Tage und Stunden. Hör mal, Baby. Wir haben Benzin. Aber wir brauchen noch ein paar Ersatzteile für das Flugzeug. Wir brauchen ein Ruder, ein Schwungrad und einen Höhenmesser. Wo sollen wir das auftreiben? Ich habe in den Unterlagen nach einer Art Lager in der Stadt gesucht. In der Zwischenzeit musst du deinen Freund wiederfinden. Ich glaube, er ist zu dem bekloppten Museum zurück. Irgendein Kram, dass er ein Held sein will oder so. Ich muss ihn finden. Die Behörden suchen ihn. Hemlock, glaube ich. Die müssen es nötig haben. Ich glaube, die Regierung hat was Schlimmes mit den Leuten vor.
Der Tod der Präsidentin war kein Unfall. Sie wurde getötet von Hemlock. Warum denn? Du hörst dich an wie deine kleine paranoide illegalen Freundin. Hey, hast du sie verraten, um an das Benzin zu kommen? Sagen wir, mir ist was anderes eingefallen. Du bist einer von den Guten, Nick. Ich werde Diego finden. Hey, pass gut auf dich auf. Ich habe Angst um dich. Nimm dich vor Diego in Acht. Er hat sich fast die Haut runtergekratzt. Ich würde jetzt behaupten, mit dem guten Diego stimmt was nicht, weil das war jetzt ein ganz besonderer Wink. Aber gut. Naja, wird seltsam. Auf jeden Fall war das echt eine geile Folge und wir haben ein Laserschwert. Oh Mann. Ey, das ist doch so geil. Laserschwert. Ha! Ich find's gut. Ich find's gut. So. Zufall, ne? Wenn man... Eigentlich hätte man vorher es finden können, wenn man mutig genug wäre. Aber ist geil. Wir haben es jetzt und es macht Spaß. Auf jeden Fall werde ich ihn dann richtig mal im Kampf einsetzen. Aber hier, liebe Freunde, mache ich einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Dead Rising 3 auf der Suche nach Diego. Bis dahin.